Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Konstantin Büttner und ich würde heute gerne meine Masterarbeit vorstellen, in welcher ich anhand automatisch vorklassifizierter Trainingsdaten von pädiatrischen Intensivpatienten mehrere Machine Learning Modelle zur Vorhersage der hämatologischen und hepatischen Organdysfunktion entwickelt und verglichen habe. Ich habe die Masterarbeit an der Medizinischen Hochschule in Hannover durchgeführt. Die hämatologische und hepatische Organdysfunktion sind zwei von insgesamt sechs Organdysfunktionen, welche das Multiple Organ Dysfunction Syndrome, kurz MODS, definieren. Die hämatologische Organdysfunktion definiert sich dabei selbst über Thrombozytenwerte bzw. Dynamik der Thrombozytenwerte oder über den Gerinnungsparameter INR. Die hepatische Organdysfunktion definiert sich durch den Bilirubinwert oder die Serum-Alanin-Aminotransferase. Das MODS bildet zusammen mit dem Systemic Inflammation Response Syndrome zudem die klinische Definition der schweren Sepsis. Für das MODS bzw. die einzelnen Organdysfunktionen ist eine frühzeitige Diagnostik wichtig, um eine erfolgreiche Behandlung gewährleisten zu können. Das frühzeitige Erkennen der einzelnen Organdysfunktionen gestaltet sich im intensivmedizinischen Setting oft schwierig. Unser Ziel war es daher, ein klinisches Entscheidungsunterstützungssystem zu entwickeln, welches den behandelnden Ärzten in Zukunft in diesem Punkt helfen kann. Klinische Entscheidungsunterstützungssysteme unterteilen sich grundlegend in datengetriebene und wissensbasierte Systeme. Wir entschlossen uns für die Entwicklung eines datengetriebenen Systems, welches mithilfe eines überwachten Klassifikationsverfahrens klinische Routinedaten analysiert und eine frühzeitige Vorhersage der hämatologischen oder hepatischen Organdysfunktion ermöglichen soll. Als Grundlage dafür verwendeten wir den ELISE-Datensatz der Medizinischen Hochschule Hannover, welcher unter anderem klinische, Labor- und Diagnosedaten von insgesamt 4204 pädiatrischen Intensivpatienten enthält. Unsere Hoffnung ist es, durch die Entwicklung und Implementation eines solchen Systems in Zukunft die Sterblichkeit von Kindern am Multiple Organ Dysfunction Syndrome zu verringern. Der ELISE-Datensatz ist bereits im Rahmen eines früheren Projektes durch ein Expertensystem automatisiert vorklassifiziert worden, sodass für jeden Patienten das Vorliegen einer hämatologischen und hepatischen Organdysfunktion genau gelabelt war. Im nächsten Schritt identifizierten wir mithilfe eines intensivmedizinischen Experten die Trainingsvariablen. Hierzu gehörten 5 Basisparameter und zum Beispiel Größe und Gewicht, 22 Laborparameter und die dreistelligen ICD-10-Codes der Patienten zu Beginn der Aufnahme, insgesamt auch 22 Stück. Im Anschluss transformierten wir die Daten in eine tabellarische Form, um sie den Machine Learning-Algorithmen besser zugänglich zu machen. Hierfür unterteilten wir die stationären Aufenthalte jeder Patienten in Zeitstempel. Jeder Zeitstempel stellt dabei eine Observation des Trainingsdatensatzes dar. Von diesen Zeitstempeln ausgehend definierten wir Vorhersagefenster, in welchen geprüft wurde, ob eine Organdysfunktion vorlag oder nicht. Weiterhin wurden vor allem die Laborparameter in unterschiedliche Werte aggregiert. Anschließend trainierten wir 3 Machine Learning Modelle mit diesem Trainingsdatensatz. Ein neuronales Netz mit einer Zwischenschicht von 400 Neuronen, ein Random Forest Modell und ein XGBoost Modell. Alle Modelle wurden mittels Cross-Fold Validation anhand ihrer F1-Score-Performance validiert. Weiterhin analysierten wir die Modelle mittels Explainable AI-Algorithmen, der Permutation Importance und den SHAP-Werten. Alle 3 Machine Learning-Modelle zeigten in der 10-fachen Kreuzvalidierung der F1-Score-Performance gute bis sehr gute Ergebnisse. Allerdings zeigten vor allem die Random Forest-Modelle besonders hohe Performance-Ergebnisse, dazu noch unabhängig vom Vorhersagezeitfenster. Aus diesem Grund überprüften wir den Trainingsprozess auf potenzielle Datenlecks und analysierten die Modelle mittels SHAP-Werten. Eine Analyse der SHAP-Werte, wie hier exemplarisch bei der hämatologischen Organdysfunktion zu sehen ist, zeigte uns, dass die Machine Learning-Modelle durchaus eine plausible Verwendung der Variablen hatten. Die wichtigsten Variablen in diesem Fall waren zum Beispiel die Durchschnittswerte der Thrombozyten, der Leukozyten und des INRs. Wir unterteilten die Variablen in verschiedene Subgruppen, an welchen wir im Weiteren die 3 Machine Learning Modelle trainierten und evaluierten. Hier zeigten sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Modell deutliche Performanceunterschiede
für jede Subgruppe. Dabei muss man jedoch bedenken, dass der Random Forest weiterhin am robustesten von allen Modellen performte. Abschließend lässt sich sagen, dass die trainierten Machine Learning Modelle allesamt eine gute Performance in der Vorhersage der hämatologischen und hepatischen Organdysfunktion anhand von Routinedaten aufweisen. Möglicherweise kam es im Rahmen des Trainings zu einer Überbewertung der Performance-Ergebnisse, möglicherweise durch eine zeitliche Dynamik oder Volatilität der Laborparameter oder aber auch einer geringeren Repräsentativität der positiv gelabelten Patientengruppe. Zu einer abschließenden Bewertung der Modellperformance sind daher weitere Evaluationen notwendig, im besten Fall anhand eines fremden Datensatzes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.